Ich werde euch im heutigen Video zeigen, wie man den 9x9x9 Zauberwürfel ganz einfach lösen könnt. Das ist schon der zweite Teil nämlich davon. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt oder das vom ersten Teil noch nicht könnt, dann könnt ihr mit dem ersten Teil ganz einfach loslegen. Oder ihr schaut euch mein 7x7 Video oder 5x5 Video an. Dann könnt ihr, glaube ich, auch automatisch den 9x9 lösen. Aber es ist ja nicht immer so genau. Deswegen mache ich auch zum 9x9 ein Video. Ja, Teil 2. Ich würde mal sagen, wir packen unseren Zauberwürfel vom letzten Mal erstmal wieder aus. So, da haben wir ihn auch. Wir haben im letzten Schritt das weiße Zentrum fertig gemacht. Und jetzt wollen wir das gelbe Zentrum machen, was von weiß gegenüber liegt. Muss nicht immer so sein, dass es von weiß gegenüber liegt. Also, falls ihr irgendwie eine Farbe habt, die von weiß gegenüber liegt, dann solltet ihr davon jetzt das Zentrum machen. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit der ersten Linie, mit der Mittellinie nämlich. Die wird hier gebildet, aber die Steine, die wir brauchen, sind höchstwahrscheinlich hier irgendwie im Bereich. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen gucken. Zum Beispiel hier können wir irgendwie den Stein da einfügen, ich glaube schon. Und den können wir einfügen, das bedeutet, wir brauchen noch zwei Steine für die Mittellinie. Wir müssen aber auch gucken, welcher Stein irgendwo in der Mitte ist. Zum Beispiel der hier jetzt. Mal gucken, ob das hier so klappen würde. Ja, das würde klappen. Deswegen drehen wir den einmal in die Linie. Doch da wir gerade eben zwei von weiß zerstört haben, müssen wir uns das irgendwie so zurechtdrehen, dass wir die dann wieder reparieren können. Weil weiß dürfte natürlich nicht zerstören. Ja, und jetzt kommt der letzte Stein für die Linie. Dann müsst ihr jetzt ein bisschen gucken. Wir brauchen nämlich den äußeren Stein in der Mitte. Also der äußere Stein im Zentrum, in der Mitte. Den hätten wir zum Beispiel hier. Dann müssen wir uns den irgendwie so zurechtdrehen, dass wir den Stein einfügen können. Dann zerstören wir jetzt mal was. Wir müssen das dann aber wegdrehen und das dann wieder reparieren, hier bei weiß. Und jetzt kommt die zweite Linie. Das ist mal die Innenlinie. Das bedeutet hier zum Beispiel, hier haben wir schon zwei gelöste Steine, das ist gut. Da wäre, glaube ich, auch schon der dritte für die Linie. Genau, da ist er. Hier zum Beispiel hätten wir auch einen Stein, den fügen wir mal direkt ein. Und dann müssen wir jetzt einfach mal weiter gucken. Vielleicht könnte der hier ja irgendwo noch passen, aber nein, anscheinend ja nicht. Und wie wäre es so mit dem hier? Würde der passen? Wir schauen jetzt mal nach. Nein, würde er nicht. Aber der hier würde wahrscheinlich hier irgendwie an der Stelle passen. Das tut er auch. ja. Mal gucken, wie es mit anderen Steinen ausschaut. Ich glaube zum Beispiel der hier, der wäre ganz gut, um den hier einzusetzen. Ja, wäre er auch. Vielleicht können wir ja diesen Stein irgendwie da hinbekommen. Oder nee, mir fällt gerade auf, dass es nicht gehen würde, weil der hier ist nämlich, also stellt euch mal vor, das hier wäre eine 3x3 Würfelfläche und hier wäre die Ecke davon, wäre das ja eine 3x3 Würfelfläche, wäre das ja die Kante davon, genau, deswegen geht das nicht. Wir müssen also, glaube ich, den hier benutzen, diesen Stein. Eins, zwei, dann ist die Linie fertig.
Dann müssen wir uns die Linie da reindrehen. Dann zerstören wir hier zwar was, aber dann drehen wir hier einfach weg, sodass wir hier wieder runterdrehen können. Dann machen wir die zweite Innenlinie. Die hätten wir zum Beispiel hier, da sind schon zwei gelöst. Leute, da machen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Mal gucken, wie wäre es denn mit dem Stein. Dann fügen wir den uns irgendwie da ein. Mit dem hier vielleicht können wir den hier rüber drehen, aber nein, das geht anscheinend auch nicht. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, gäbe es hier irgendwo welche? In dem Bereich noch? Nee, anscheinend ja nicht. Mal gucken. Vielleicht der hier. Genau den könnten wir dann da hinsetzen. Das machen wir dann auch. Jetzt noch drei Steine, die wir hier irgendwie finden. Mal gucken, wie es mit dem hier wäre. Nee, den könnten wir... Oder nee, ich glaube doch. Ja, ja, den können wir da hinsetzen irgendwo. Deswegen drehen wir den jetzt einfach mal eins, zwei nach oben. Und uns fehlen nur noch zwei Steine. Eben waren es noch drei. Und hier müssen wir jetzt noch zwei Steine hinsetzen. Vielleicht der hier. Mal gucken, ob das Sinn machen würde. Das würde Sinn machen. Deswegen drehen wir jetzt einfach mal das hier zweimal hoch. Und dann ist der Stein hier auch richtig. Und dann müssten wir dann hier zum Beispiel hier noch einen Stein hinsetzen. Der hier würde, glaube ich, nicht passen. Und zwar wäre das ein Stein, der auch in der Mitte ist automatisch. In der Mitte muss er sein. In der Mitte. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, das zu finden. Ach, die sind ja direkt übereinander. Hier die. Diesen Fall löst ihr so. Ihr dreht hier einmal den Stein hoch, dreht den weg. Also zweimal weg. Und dreht dann hier wieder runter, damit ihr den Stein nicht automatisch wieder nach unten kickt. Und dann können wir den Stein rein theoretisch mit einer etwas abgewandelten Methode hier einfügen. Das bedeutet, wir drehen den Stein jetzt einfach mal hoch. Dann drehen wir den so, hier zweimal, dass wir den vielleicht einfügen können. Und dann ist die Linie gebildet. Beim Einfügen gibt es aber jetzt einen Algorithmus. Ihr müsst es so machen, dass die gelbe Linie, die wir gerade gemacht haben, unter einer schon gelösten Linie ist. Und ihr müsst es halt so machen, dass die gelbe Linie euch anguckt. Wenn die Linie rechts steht, macht ihr einfach den Algorithmus. RD O2 RD Strich. Und das war ein relativ kurzer Algorithmus, aber ich glaube, den könnt ihr euch schon merken. Und so haben wir jetzt die Linie hier eingefügt. Jetzt müssen wir halt die dritte Linie, also die vierte Linie suchen. Zum Beispiel hier hätten wir schon drei gelöste Steine. Da müssen wir uns natürlich noch welche einfügen. Zum Beispiel der hier. Genau. Vielleicht könnten wir den hier ja irgendwie da hinsetzen. Müssen wir ein bisschen gucken. Dann drehen wir das einfach so zurecht, dass wir den Stein hier runterdrehen können, ohne dass wir irgendwas zerstören. Und das würde tatsächlich gehen, ja. Und jetzt noch eins, zwei Steine. Vielleicht hier irgendwie? Nein. Aber wie sieht's denn hier so? Ja, hier würde es gehen. Das bedeutet, den hier drehen wir hoch. Und der hier, ich glaube, den können wir auch ganz einfach einfügen. So, dass das hier, also das hier ist ja die vierte Linie und nicht die fünfte.
Deswegen können wir die ganz einfach einfügen. Hier zweimal drehen. Und dann hier wieder runter machen. Ja. Und dann haben wir schon vier Linien. Wir wollen aber noch eine machen. Und danach noch die letzten zwei. Wir schauen uns mal an, wo haben wir denn schon ein paar gelöste Steine. Zum Beispiel hier haben wir schon zwei gelöste. Und da fügen wir jetzt zum Beispiel einfach mal den hier ein. Bei dem hier, der steht ja schon ganz gut. Vielleicht auch irgendwie den da. Ja, können wir auch mal gucken, ob der da irgendwie reinpassen würde. Ansatzweise. Ja, der passt da rein. Vielleicht der hier. Der könnte auch ganz einfach dahin passen. Wir drehen uns den so zurecht, dass wir den dann runterdrehen können. Und dann müssen wir den uns so zurechtdrehen, dass wir den vielleicht dann einfügen können. Ja, wir können den einfügen. Und der hier, wie sieht es mit dem aus? Auch. Ja. Hier müssen wir dann halt noch einen Stein einfügen. Stellt euch jetzt mal vor, das wäre eine 2x2-Seite. Und hier, davon müssten wir die untere Ecke einfügen. Ja, wo hätten wir denn so etwas, was irgendwie gleich mal wieder auf der gelben Seite? Ja. Da die aber jetzt nicht auf derselben Höhe stehen können, würde das wahrscheinlich mit dem Stein hier auch nicht gehen, glaube ich jetzt mal. Oder doch, mit dem hier würde es, glaube ich, gehen irgendwie. Ja, das würde gehen. Diesen Fall lösen wir jetzt so, weil da der Stein, da die Linien jetzt zur Seite zeigen, ist das blöd. Deswegen drehen wir den Stein einfach weg. Drehen ihn dann so, dass wir beim Reparieren der weißen Mitte nicht automatisch den wieder hochdrücken. Und dann haben wir unseren Stein hier. Dann müssen wir das irgendwie so zurechtdrehen, dass wir uns den Stein hier einfügen können. Und dann machen wir das gleiche von eben. Wir drehen uns das so zurecht, dass die Linie unter anderem bereits gelösten ist. Dann machen wir aber RC, O2, RC-Strich. Und dann kommen noch die letzten beiden Linien. Und da hätten wir hier zum Beispiel schon drei gelöste Steine, das ist gut. Und dann müssen wir uns hier halt noch die restlichen Steine einfügen. Zum Beispiel dieser Eckstein. Oder den hier können wir dann wahrscheinlich hier irgendwie einfügen. Dann müssen wir den irgendwie wegdrehen, weil ihr wisst schon. Und dann müssen wir auch noch den dann halt hochdrehen. Bei dem hier würde das jetzt nicht gehen, weil der ist in der Mitte, aber den Stein in der Mitte von dieser Linie haben wir schon eingefügt. Mal gucken, ob es mit dem hier irgendwie gehen würde. Das würde tatsächlich klappen. So. Und jetzt suchen wir uns vielleicht den hier aus und können den dann, glaube ich, irgendwie da einfügen. Und dann müssen wir auch noch die Linie zur Mitte einfügen. Haben hier was weggedreht von der Weiß, aber egal, das reparieren wir uns. So, und jetzt müssen wir noch alle restlichen Steine benutzen, die uns noch übrig bleiben. Wo haben wir denn schon? Hier haben wir schon zwei Steine gelöst. Hier haben wir auch zwei Steine gelöst. Deswegen ist es eigentlich egal. Und hier die zwei Steine, die können wir jetzt einfach mal hier so einfügen. Das ist ganz einfach. Jetzt hier 1, 2, 3 Steine fehlen uns noch. Zum Beispiel der hier, der würde da ganz einfach hinpassen. Und der hier müsste dann, glaube ich, hier hinpassen, wenn wir uns den dann irgendwie so zurechtdrehen. Genau. Und dann noch der letzte Stein. Der ist tatsächlich hier drauf. Ja, die sind jetzt auf derselben Höhe. Wir drehen diesen Stein runter. Drehen den hier uns dann irgendwie zwei zur Seite und drehen den dann irgendwie hoch. Dann drehen wir uns das so zurecht, dass wir den Stein hier runterdrehen können, ohne dass wir weiß zerstören. Dann drehen wir die Linie hier wieder zurück. Dann drehen wir den Stein so, dass wir ihn hier einfügen können. Und dann gibt es wieder diesen Fall,
Wir müssen es wieder so machen, dass die Linie schon unter einer bereits gelösten Linie ist. Warum habe ich hier gerade weiß zerstört? Achso, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen zwei Ebenen gerade mitgedreht. So, und jetzt ist die Linie halt über einer bereits gelösten. Und dann machen wir halt RB, O2, RB-Strich. Und dann ist die gelbe Mitte gelöst. Und ich würde mal sagen, das war's mit dem zweiten Teil vom Lösen des 9x9-Würfels. Falls es euch gefallen hat, dann zeigt es mir, das wisst ihr nicht, aber ich würde mal sagen, das war's und ciao.